Hallihallo und herzlichst willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Digimon World 2. Wie uns unser lieber, netter und doch ziemlich bescheuerter Leiter gesagt hat, müssen wir weiter im Turnier kämpfen, um neue Quests bekommen zu können. Und wir sollen doch bitte unseren neuen Körper anziehen, den ich hier gerade nicht mal ansatzweise finden kann. Was gerade ziemlich doof ist. Ich kann mein Platin-Body nicht anziehen. Ich habe ihn auch nicht mit oder so. Vielleicht ist er irgendwie ein wichtiges Item. Das werde ich jetzt gleich als erstes probieren. Damit ich das nicht wieder vergesse. Und dann anschließend machen wir das Turnier bis zum Rookie Rang 3. Also Rang 3 Rookie. So. Wahrscheinlich, wir sind schon Rang 2. Das wird der Name sein von Rang 2 Amateur. Aber na, das werden wir dann sehen. Theoretisch müssen wir mit dem hier hinten quatschen, oder? Oh mein Kumpel, natürlich darfst du an meinem Digibeetle arbeiten. Ahahaha. Ist doch immer für dich da bereit. So, Basic Parts are instant. Bin ich jetzt schon dran vorbei. Wasbram, Crow, Mechant. So, das kann ich beide mit reinpacken. Ist fertig. Yay. Hat das jetzt irgendwas geändert? Type ist Stil, ne? Der ist Stahl. Toll. Das will ich halt nicht. Mann, Junge, das ist kacke. Ich kann es nur noch verbessern mit mehr EP oder mehr HP. Das ist komisch. Ich habe zwar gestern ziemlich schnell weggedrückt, aber ich war mir sicher, dass er gesagt hat, du musst einfach nur hingehen und dann machen die Typen das schon für dich. Da das Ding bei mir im Inventar nicht drin ist, bin ich gerade überfragt. Und immer wenn ich überfragt bin, fällt mir gerade was richtig Geiles ein. Und zwar gibt es auch hier im Digimon Center immer die Möglichkeit zu tauschen, oder? Hi, mein Kumpel. Das ist das Digimon Center. Oh, Crabmon gegen Wizardmon. Das ist doch mal ein... Ja, ein schöner Tausch. Oh, let me see. Wizardmon. Yes, we still have some left. Ja, Crabmon kriegt man recht schnell, Wizardmon eher... Na, warte mal. Wir haben Candlemon, oder? Candlemon, das weiß ich, digitiert zu Wizardmon. Aber Candlemon haben wir uns nicht geholt. Das heißt, wir können das theoretisch machen. Jo, lass uns tauschen. Dann fangen wir mal an. Ich werde... und so weiter und so fort. Wir transferieren Wizardmon drauf und es ist fertig. Bitte kümmere dich gut um Wizardmon. Natürlich, ich hatte nichts anderes vor, Alter. Ich habe jetzt einen Zauberer. In meinem Team, mein Gott, wie magisch ist das denn? Aber wir müssen ihn trotzdem erstmal links liegen lassen. Denn unsere Aufgabe ist es ja jetzt doch endlich zum wiederholten Mal. Ich weiß, ich wiederhole mich gerne. Das ist nur eigentlich stärker. Was hat ein Wizardmon schon so drauf? Welchen Level ist denn der? Digimon, Wizardmon. Level 11, das heißt, er hat schon seine neue Attacke drauf. Speciality Darkness. Okay, wahrscheinlich haben die Specialities doch irgendwas drauf. Non-Nature und None. Oh, wenigstens einmal haben wir Natur mit drin. Sollen wir Wizardmon mit reinnehmen, gucken, was er drauf hat? Warte, irgendwie kann ich die Technik angucken. Hier. Er hat einen Konterangriff und einen Assist. Suck MP of Stunned Digimon. Man kann also MP von anderen abziehen. Wahrscheinlich, ja genau. Und wie soll es anders sein? Der Donnerball kann Gegner stunnen. Es wäre natürlich geil, es mit reinzunehmen. Aber da wir es wahrscheinlich eh wieder nicht brauchen werden. Wenn man mal bedenkt, dass letzte Runde nur Rookies da waren. Können wir auch einfach so unser normales Team weiter benutzen. Willkommen! Ja, Rang 3, genau. 1000 Bits sollte ich haben. Ja, ist klar. Kann losgehen. I'm all set. 1000 Bit. Stimmt, das letzte Mal habe ich 500 Bit bezahlt und kein Gewinngeld zurückbekommen. Das heißt, es ist ein reines Verlustgeschäft. Man bekommt zwar Items, das heißt, man kann Geld hingeben und durch Siege wird das Geld in Items umgewandelt. Aber das ist trotzdem suboptimal. So, du bist der Erste. Wuss? So, you're the first round. Wuss? Wuss? What a piece of a cake. Was für ein... Ja, was für ein Kinderspiel. Duke Doom.
Ich dachte nicht, dass ich dich hier treffen werde. Es ist Zeit zu kämpfen. Viel Glück euch beiden. Ja, damit der Typi gewinnt hier rechts neben mir, braucht er mehr als nur Glück. Ja, das würde er einfach mal eiskalt nicht schaffen. Wir sind immer noch Rookies. Na, Mann. Mir fällt gerade zum ersten Mal auf, wenn man ganz links auf Pegasar guckt. Wir schauen die ganze Zeit direkt in sein Arschloch. Und er scheint so stark zu furzen, dass jede Sekunde seinen Schwanz sich wieder in die Höhe hebt. Wow. Wie geil, Pegasar. Wie geil. Direkt zu deinem Thema. Warum nicht? Wenn es dir Spaß macht. So, Interrupt. Wir machen das hier. Und du hast ja leider keine Fist of Fate, weil ich so unglaublich pornös das weggeklickt habe. Ach, Mann. Egal, dann mach es eben mit einer Toy Flame, macht zwar nur 18 Damage. Sieht er, ich hätte Angemon gegen Wizardmon austauschen können. Das wäre mal in ja guter Tausch gewesen, wegen Fist of Fate und dem Elektroball, den Wizardmon schießen kann. Na ja gut, jetzt eh zu spät. Alle auf Floramon, die momentane Devise. Mega Schocker auf Deutsch, Electro Crusher auf Englisch und Electro Schocker als hingeschriebener Text. Immer wieder geil, wie das verschiedene Möglichkeiten gibt, das hier auszusprechen. Also, die sagen ja, also man hört hier eindeutig was anderes als da steht. Das heißt, ich kann immer nur wieder sagen, irgendjemand muss da komisch übersetzt haben. Das kann nicht so gewollt gewesen sein. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht gewollt war. Und im Deutschen heißen die meisten Angriffe nochmal komplett anders. Ja, ist schon ganz witzig, sowas zu beobachten. Aber gut. Ah, jetzt hat's gepasst. Toy Flame ist immerhin eins der wenigen, was man nicht noch. Man könnte noch Lego Flame hinschreiben, aber das wäre. Das wäre zu viel des Guten. Oh, nein, das war der falsche. Nein! Nicht so schlimm. Es geht, wie gesagt, keine große Gefahr von denen aus. Ich könnte jetzt hier viel Hehl um nichts reden, aber das bringt ja auch nichts. Ich hätte einfach durchgehend da immer mal, wenn ich gerade Bock habe, so ein Turnier machen sollen. Jetzt habe ich halt verpeilt, das tut mir leid. Aber naja, was soll's. Ich kann euch ja mal in der Zeit was erzählen. Und zwar eine sächsische Volksweisheit. Ene alleine, das ist nicht schön. Ene allein, ist auch nicht schön. Aber ene und ene. Und dann auch noch alleine. Das ist schön. Hat uns aber allerdings im Kampf auch nicht viel weitergebracht. Immerhin, Elegmon müsste ja jetzt weg sein. Wunderschöner Treffer. Direkt ins Face. Und Gott sei Dank können wir wieder interrupten. Das heißt, er macht sowieso keinen Schaden. Und ich glaube, ich habe den gerade bei 30 Schaden die Hälfte abgezogen. Also easy peasy erledigt. Jo. Platt gemacht. Oh ne, Gnade. Olaf freut sich, dass Unimon tritt gleich mal in die Luft. Hat gezeigt, ich will wieder ein bisschen Fahrrad fahren. Warum nicht? Kann man ja ab und zu mal durchaus vertreten. So, mein Freundchen. Oh nö. Ich kann nicht glauben, dass du mich so einfach platt gemacht hast. Ich muss etwas von meinen Karma verloren haben, sage ich jetzt mal. Aber ich bin immer noch ein schlechter Tamer. Ich werde von der Asche wieder auferstehen. Jo, Junge. Ne, geht klar. Nächstes Mal wirst du mich nicht so einfach besiegen. Ich werde dir mein wahres Ich zeigen. Der brennende Phönix. Wehe, du kommst hier als brennende Fackel reingerannt und zündest mich mit an. Ich sag dir, dann hole ich mein Crabmon raus, was jetzt ein Wizardmon ist, und mach dich platt. Ja, er redet auch ziemlich viel. Das ist nur dummes Geschwätz, so. Dein nächster Challenger erwartet dich. Wer ist der nächste? Ich hoffe nicht, dass es Mr. Zudokorn ist. Nee, es ist nicht Mr. Zudo, dafür ist er zu dünn. Ja, es war mies, aber trotzdem. China, wow. Du bist auch im Turnier? Manch, I got lucky and made it to the same. Ich hatte Glück und hab's so zur zweiten Runde geschafft. Kannst du bitte nicht so böse zu mir sein? Okay?
mit den ganz großen Augen und den Brüsten gespielt. Ja, okay, bitte, 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 sei lieb zu mir, lass mich gewinnen. Aber nicht mit mir, mein Fräulein, wir sind hier in einem Turnier. Ich krieg da jetzt gerade leider nicht hin, dass mein Kopf knackt. Ich habe gerade verdammtes Weihnachten und ich habe kein knackendes Teil an mir. Verdammt. Aber ich kann euch sagen, ich hätte es gerade knacken lassen, wenn ich es denn geschafft hätte. Theoretisch müsst ihr jetzt nach meiner Interpretation und nach meinem, ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert, Ansatz, die Air-Attack von Unimon richtig viel Schaden machen. Zumindest gegen Demi-Wemon, weil der auf jeden Fall Virus ist. Und ich dachte, die anderen eigentlich auch. Aber irgendwie ist das trotzdem nur durchschnittlicher Schaden. Okay, es ist mehr als vorhin, 6 Punkte mehr. Ich hätte mir so wieder so 60, 70, 100 erhofft. Warum ist Mr. Proper verwirrt? Warum hat der Scheiße im Gehirn? Ich habe es gerade rechts unten genau gesehen. Da war das Zeichen für Scheiße im Gehirn. Der hat doch gerade gar keinen Gegner getroffen, oder? Habe ich irgendwo verpascht? Oh Mann. Okay, jetzt ist es weg. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur verguckt. Oder das war, oder es ist immer da, ich habe es gerade zum ersten Mal gesehen. Das ist immer dann da, wenn so ein Interrupt-Angriff kommt und damit ich weiß, ich kann nicht interruptieren. Werden wir gleich sehen? Ja? So, meine kleine Fledermaus. Genau, du sollst jetzt besiegt werden. Nee, es ist nicht immer da. Gerade eben war rechts unten bei Mr. Proper dieses Zeichen, ich bin verwirrt und habe Scheiße im Gehirn. Und ich würde jetzt liebend gerne wissen, wieso. Na gut, dann machen wir eben erstmal Demi Wemon Platz. Demi Devimon. Oh, hören, was da los mit dir? Natürlich, Demi Wemon. Ist ja auch blau und hat 2 Ohren. Okay, es ist jetzt eine recht allgemeine Formulierung, 2 blau und 2 Ohren, aber man sieht, dass das geil Demi Wemon ist. Ich habe gerade ein Demi Hirn im Kopf. So, muss ich noch entwickeln zum richtigen Hirn. Egal, auf geht's. Das Gazimon sollten wir jetzt auch noch leicht wegkriegen. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich keinen Konterangriff einsetzen kann, weil ich genau weiß, die Chance, dass mein Kapotherium angegriffen wird, ist zu gering. Sonst würde ich damit noch richtig schön viel Schaden machen können, aber das ist ja leider gerade nicht möglich. Jupp, ich will interruptieren. Auf geht's, Kapotherium! Mega Crusher! 42 Damage, so will ich das sehen, nicht so publische 30. No, hier hauen wir richtig rein. Ha. So, Unimon beendet das Ganze mal für uns, damit die mit ihren Brüsten spielen aufhört. Eigentlich so hup, 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 hup. Das könnte so ruhig weitermachen. Dürfte sich so links an den Rand stellen und mich ab und zu mal ablenken. Das heißt, gebe ich zu meinen Befehle, ja, Kapotherium, greif mal an. Oh, sieht aber geil aus. Aber leider wird daraus wohl nichts. Oh, ich wusste, dass ich diesen Kampf verlieren werde. Nee, ich wusste, dass ich kein Gegnerin für dich bin. Aber da kommt ja auf selbe hinaus, Hans. Ich sollte mich nicht so schlecht fühlen, damit dass ich verloren habe. Aber eigentlich tut es mir leid, dass ich verloren habe. Ich habe gehofft, ich wäre bereit, dir einen besseren Kampf zu liefern. Nee, ich hoffe, ich werde nächstes Mal dir einen besseren Kampf liefern können. Bis dahin, auf Wiedersehen. So. Boah. Wenn man so im Englischen 1-2 Wörter übersieht, macht der Satz einen ganz anderen Sinn. So wie im Deutschen, wenn man so nicht überliest oder nicht halt eben mal nicht hört. Ah, jo. Mein next opponent is waiting. Da kamen gerade 2 Leute an, ich hatte schon Angst. Okay, wer dran, das ist nicht so schlimm. Oh, du schon wieder, Hans. Ah, es ist... it's time to avenge. Es ist Zeit, mich für das... Es ist Zeit, mich zu rächen. So, mach nicht so einen langen Satz daraus. Easy peasy, ist Zeit, mich zu rächen. Das wären 3... Okay, 4 Wörter und nicht 40. Ich mach dich platt. So. Oh, let's have a clean fight. Hab einen fairen Kampf. Jo, das ist aber nett, dass er uns gleich mal einen fairen Kampf wünscht. Nicht, dass ich betrügen würde, nein. Ich bin einfach mal eiskalt.
das erste Champion, würde sagen, ich bin eiskalt überall stärker, aber nicht hier. So, Rarumon, du darfst gleich mal als erstes sterben. Kriegst einen Elektroschocker ab und eine Toy Flame. Nicht zu vergessen, ganz, ganz wichtig, die Toy Flame. Die ist alles entscheidend und Unimon trifft schon mal nicht. Oh Mann, wie kann man mit einem Batzen voll Luft nicht treffen? Luft ist überall. Du musst halt automatisch irgendwie erwischen. Ach Mann. Oh, und er hat einen Counter-Attack. Oh, eine Büffelatem. Ja, jetzt darf er Scheiß im Hirn haben. Er wurde sozusagen gerade angeschissen. Das Problem ist, weil Rarumon einen Konterangriff hat, kann ich den nicht interrupten. Das heißt, ich gehe jetzt ab sofort mit den anderen beiden auf die Rookies hier. Und immer wenn Rarumon angreifen will, weil der greift ja mit Konter automatisch auch an, auch wenn ich nicht angreife, dann interrupte ich den und mache den somit Schaden. Ja, dann trickse ich den automatisch aus. Bertrand, du hast keine Chance gegen meine Master Skills der Unglaublichkeit. Aber die haben schon ziemlich viel Leben, oder? Und wenn Mr. Proper jetzt auch noch verwirrt ist und mich angreift, dann habe ich ziemlich schlechte Karten. Na gut, wir versuchen mal Pegasus zu heilen. Nicht, dass es doch noch irgendwie knapp werden könnte. Nein, nicht Angriff! Nicht Toy Flame! Hör auf dich selber von mir aus. Dann machst du wenigstens keinen Kollektivschaden. So, das heißt, es ist momentan 2 gegen 3. Beziehungsweise 2,5 gegen 3,5, weil Angemon ist ja halb auf meiner Seite, halb auf seiner. So verwirrt wie der ist. Nee, Pinguimon darf angreifen. Gibt mir einen Super Bitch Slap. Okay, gibt einen Angemon. Das sollte ihm eigentlich wieder einen klaren Kopf überbringen. Nee, der darf normal angreifen. Aua, auch wenn es auf mein Kapotherimon ist. Und jetzt müsste ich genau interrupt. Auf geht's. Mega Crusher Lower Tech Power. Und so nimmt man eiskalt den stärksten Gegner außer Gefecht. Da kann er mich anhauchen, wie er will. Es sollte nicht mehr so viel Schaden machen. Easy peasy. So, Garumon ist zur Hälfte weg. Ja, ich weiß, mein Pegasa auch. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal ganz still und leise. Der ist immer noch verwirrt. Wir probieren trotzdem Pegasa zu heilen. Vielleicht ist er ja so schlau und macht's. Alter, wehe, setzt jetzt Heilung auf den Gegner ein. Nur weil er verwirrt ist. Dann werde ich aber ziemlich aggressiv. Aber nein, er trifft sich bloß wieder selber. Muss das nicht wehtun, so mit Spielzeugflammen sich selber abzuwerfen? Merkt man da nicht irgendwann, dass man da was Falsches macht? Ich meine, so eine Flamme. Wie schafft man es, sich da selber zu treffen? Nach oben schießen? Da verglüht die einfach irgendwann in der Atmosphäre. Nee, der darf angreifen. Nach vorne? Höchstens, der schießt direkt unter sich. Dann kommt die auf den Boden auf. Oder er trifft seine eigenen Füße. Das würde gehen. Oder die explodiert halt am Boden und macht damit Schaden. Alles andere ist Bullshit. Das heißt, der kann nur senkrecht nach unten schießen. Das muss er doch merken, auch wenn er noch so verwirrt ist. So ein bisschen nach oben. Und dann könnte er zufällig einen Gegner treffen. Aber nein, nicht Angemon. Mir fällt gerade ein und auf, dass Rarumon doch gefährlicher ist als gedacht. Immerhin kann der ja immerhin noch weitere verwirren. Wenn er das schafft, dann habe ich echt große Probleme. Aber ich glaube, der verwirrt nur, wenn er als Konter getroffen wird. Sonst wäre ja Unimon schon längst mitgetroffen worden oder mit verwirrt worden. Ist er aber zum Glück nicht. RCS, das S muss mit. Ah, Pegasa, auf geht's. Er macht auch verdammt wenig Schaden. Irgendwie ist Bertrand doch um einiges stärker geworden. Das muss man ihm mal lassen. Endlich mal ein ansatzweise harter Kampf, bei dem ich Pegasa verlieren könnte. Wenn Pegasa weg ist, habe ich nur noch Kapotherimon. Und das will ich auf jeden Fall nicht. Und Pegasa ist weg. Nein, er steht noch einmal auf. Sehr schön. Hat zwar nur noch 8 HP, aber er steht noch einmal auf. Er steht zu seinem Wort und lässt nicht hängen. Oh yeah. Und Rarumon ist weg. Perfekt. 1:0 für Micha. Wenn man Angemon nicht mitzählt. Wäre mal gut, wenn sich Mr. Proper mal auch so selber wieder sauber machen würde. Hier seht ihr den Scheißklumpen da rechts bei sich in der Leiste. Wehe, du greifst Unimon an. Okay. Er scheint sich aber nur selber treffen zu können. Das finde ich geht noch in Ordnung. Das ist wesentlich schlimmer,
wenn die eigenen Digimon eine Verwirrung haben und dann andere aus dem eigenen Team platt machen. Dann wäre nämlich jetzt Pegasus schon weg und könnte diesen genialen Air Holy Shot nicht treffen. Und durch diesen Treffer kann ich jetzt Gabumon interruptieren mit Capucherimon und Gabumon platt machen. Ich habe alles perfekt abgepasst. So überlebt Pegasus noch eine Runde länger. Ja, hahaha. Und Pinguimon hat noch weniger Chancen, hier irgendwas zu reißen. Ich frage mich, wenn ich jetzt einen Konterangriff mache, warte, ich mach das mal weiter, und dann Angemon doch zufällig mich an, also Capucherimon angreift, ja, Confusion Healed, perfekt, macht dann Capucherimon einen Konter auf Angemon? Das wäre die totale Zerstörung in den eigenen Reihen. Die totale Zerstörung der eigenen Reihen wäre das, und das ist nicht wünschenswert. Gerade hier in so einem Turnier nicht. Vor allen Dingen in der letzten Runde nicht. Aber schön Elektroschock hinterhergehauen. 29 Damage. Es geht auch besser. Der hat irgendwie einen Verteidigungsbuff bekommen. Aber auf jeden Fall, auch der Bitch Slap hilft ihm jetzt nicht mehr weiter. Da hat Pinguimon auch ausgedient. Denn jetzt kommen auch noch die Teufler. Oh, fuck it. Dann verteidige dich mal. Was halt am wenigsten? Hier nehmen wir den ja, machen wir jetzt mal Toy Flames gegen Pinguinmon. Weil Mr. Proper ist der einzige, der noch viel MP hat. So, deswegen muss ich Unimon mal verteidigen. Ohne MP kann man halt nichts machen. Und 19 Schaden. Warte mal, das andere waren 29. Ja, dann passt das von MP-Verbrauch her. Dann mache ich da mit der Toy Flame mehr Schaden als mit einem Super Shocker. Also nicht so instantan, aber aufsummiert mache ich damit mehr. Und Pinguimon trifft nicht mal. Jetzt weiß ich, was es machen soll. Jetzt ist am Ende seiner Kräfte. Warum habe ich MP zurückbekommen? Egal, ich freue mich drüber. Nicht hinterfragen, einfach annehmen. Bekommt man MP zurück, wenn man sich verteidigt? Eigentlich nicht, ne? Hat Pegasus irgendwie so eine Fähigkeit, dass er sich selber MP gibt? Interessant, interessant. Das benötigte mehr Nachforschungen, aber nicht in diesem Kampf, denn dieser Kampf ist zu Ende. Im Endeffekt doch einfacher als vorher geplant. Und jetzt müssten wir theoretisch Rang 3 Rookie sein, wenn ich mich nicht irre. Verdammt, wie konnte ich zweimal gegen dich verlieren? Ach man, ich kann dich schlagen, das weiß ich. Das wird mir nicht nochmal passieren. Ich muss dich besiegen und ein wahrer Held werden. Schön, wie du Held definierst. Wenn ich Hans schlage, dann bin ich ein wahrer Held. Oh yeah. Ah, Bertrand, sei doch nicht so hart zu dir selbst. Nächstes Mal werde ich der Gewinner sein. Vergiss es nicht. Okay. Da trabt er so richtig betrüffelt ab. Warum nicht so? Ja, congratulations, Hans. Du bist jetzt ein Rang 3 Rookie Tamer. Wuhu, Level aufgestiegen. Dankeschön, Leomon. Jetzt bin ich ein Rookie Rang Tamer. Korrekt. Du hast eine Menge Potenzial. Trainiere hart. Ich habe gerade gelesen, hier ist eine Pizza für dich. Wuhu, Pizza! Ein Toyboot. Oh, Spielzeugboot. Sehr schön. Wie liebreizend von dir. Haben wir es mir auch geschafft. Dann in der nächsten Folge schauen wir, was er uns zu sagen hat, der Gold Hawk Leader. Da können wir auch gleich noch ein paar von unseren Rookies mit trainieren in dem wahrscheinlich neuen Dungeon, wo wir hin müssen. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es so ist, dann gebt mir noch bitte positives Feedback. Wenn nicht, dann bitte konstruktive Kritik. Immer schön mit G schreiben. Kritik. Und damit adios amigos. Auf Wiederhören.